Du magst atmosphärischen Suicidal Black Metal mit teilweise traditionellen Black Metal Einflüssen? Dann hör dir auf jeden Fall die Band Nocturnal Depression an. Die Jungs aus Frankreich haben eine neue Single veröffentlicht und bringen in ein paar Tagen ihr neues Album raus. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du zu dieser Single sagst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Video und bis dann. Ich habe diese Band tatsächlich erst vor kurzem gefunden. Also ich habe irgendwie öfter schon mal den Namen gehört, aber mir irgendwie nie was dabei gedacht. So, ne, was ist das für eine Musik oder so. Aber es geht um Nocturnal Depression. Und ich habe jetzt mitbekommen, dass ein neues Single, ein neues Video rauskam, vor 6 Tagen. Irgendwie komplett an mir vorbei gegangen. Aber ich bin sehr gespannt. Also ich finde halt vor allem Her Ghost Haunts These Walls richtig geil. Wirklich sehr, sehr schöner DSBM. Den kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Und deswegen bin ich gespannt auf die neue Single Waltzing Among Graves. 9 Minuten 10 geht das. Also wird wahrscheinlich wieder irgendwie ein 20-Minuten-Video von mir. Let's go! Aber auch schönes Logo. Also ich muss sagen, ich hätte so einen Start nicht erwartet, tatsächlich. Weil ich dachte eher, ne, weil ich kenne ja, ne, die halt als DSBM, ne, und habe halt schon einige Songs von denen gehört. Und das war halt oft bei mir eher so dieses so, es ist eher so diese ruhige Musik. Wie zum Beispiel bei Die Light, bei der Suicide Depression Platte zum Beispiel, ist es ja auch eigentlich alles so wirklich sehr langsam gehalten, ne, so richtig schön atmosphärisch, aber finde ich geil. Also sehr, sehr schöne, ganz simple Melodie, aber, ne, ihr wisst ja, mit so einer Melodie kriegt man mich sofort. Ne, schöne Blastbeats dazu, ne, und dann vor allem, als dann hier nochmal so der Scream rauskam, hat das nochmal so einen richtigen Push gegeben. Sehr nice. Schöne Akzentsetzung auf dem Ridebecken. Aber auch schöne Vocals. Ich finde es wirklich geil. So, ne, das ist zwar irgendwie die ganze Zeit so, ne, die Melodie wird die ganze Zeit, ne, dieses Riff wird die ganze Zeit wiederholt, aber ich finde, das ist irgendwie hier in dem Song irgendwie so sehr, ja, es hat was Besonderes, finde ich. Was ich halt einfach sehr cool finde, weil es für mich persönlich nicht langweilig wird. Ich finde aber auch die Vocals stark, ne? Die Vocals, so richtige Black Metal High Screams, ne? So richtig Black Metal, Vocals finde ich sehr, sehr geil. Und was ich auch nochmal ansprechen muss, was ich wirklich als großes Talent sehe, ist, ne, ihr habt ja vielleicht gesehen, der Sänger, er hat ja diese Fehlstellung, ne, seiner linken Hand, dass das ja so aussieht, als hätte er nur 2 Finger, oder ich weiß leider nicht, wie das da genau heißt und so, aber trotzdem, ne, so dabei weiterhin Gitarre zu spielen, irgendwie sehr geile Akkorde und so, das finde ich halt wirklich, muss man halt auch echt nochmal loben und ansprechen, finde ich mega stark, finde ich sehr, sehr gut. Jetzt schön diese Dual Vocals mit den leichten Lows. Aber
Aber das finde ich halt auch cool, dass es halt nicht die ganze Zeit die gleiche Vocal Range ist. Es ist nicht die ganze Zeit so diese High Screams, sondern dann kommen halt so diese Dual Vocals, dann nochmal ein kurzer Part, wo es eher mehr in Richtung Growls geht. Das finde ich halt auch gut. Das finde ich gut, weil das macht dann halt auch diesen Song nochmal ein bisschen lebendiger. Ah, let's go! Schön mit dem Blastbeat, diesmal mit der Hi-Hat gespielt. Ich bin halt auch einfach großer Fan davon, wenn es eine hohe Melodie gibt, die so sehr Black Metal angehaucht ist natürlich, und im Hintergrund spielt man genau diese perfekten Akkorde. Und das liebe ich. Und das habe ich halt hier genauso wieder. Und das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr stark. Auch schön mit den Blastbeats gepaart. Ja, ich bin Fan. Jetzt schön dieser Switch von der Hi-Hat jetzt aufs Ride-Becken. Schön jetzt wieder so ein leichter Cooldown, ne? Jetzt schön wieder diese Dual Vocals. Sehr gut. Das ist ein sehr guter Song. Ja, und diese Akkorde. So, oh. Das sind so Akkorde. Ich lieb's, ne? Ich lieb's. Ich kann leider nicht mal sagen, wie man die nennt. Manche sagen ja irgendwie, war das nicht irgendwie so satanischer 5? Keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? Wahrscheinlich so die Musiktheoretiker unter euch werden es wahrscheinlich wissen. Aber halt einfach so diese schönen Akkorde, die teilweise so wirklich sehr so eine leichte Dissonanz drin hat, was halt irgendwie diesen Song nochmal ein bisschen geiler, atmosphärischer irgendwie gestaltet. Das finde ich immer fett. Das ist halt auch so ein Grund, warum ich halt großer Black Metal Fan bin. Schön so ein ruhiger Part jetzt. Auch sehr schöne Melodie. Auch schön, dass beide Gitarren jeweils eine Melodie hat und das halt beides sehr schön harmoniert. Wieder schön die Blastbeats. Und das hat einfach auch so, dann hast du eine sehr ähnliche Melodie zu der, die halt anfangs war.
Aber die fühlt sich halt nicht so an, dass es halt irgendwie so eine Wiederholung ist, sondern ne, dann hast du es vielleicht irgendwie eine Oktave tiefer, spielst sie halt ein bisschen anders und es ist halt einfach wieder ein neuer Part und das finde ich so stark. Das finde ich richtig cool und ich mag die Vocals. Die Vocals finde ich wirklich sehr, sehr krass geil. So richtig schön krächzend, schöne Black Metal Vocals. So lobe ich mir das. Dieser Akkordwechsel. Jetzt schon wieder. Sehr gut. Ja, Mann, ich habe darauf gehofft. Vor allem diese Melodie, das ist so simpel, die ist aber es kommt einfach geil. Die haben das richtig schön verpackt, so mit diesen Blastbeats, mit den Vocals. Das ist einfach stark. Das ist geil, das ist so schön. Einfach eine schöne, simple Melodie. Schöner Scream. Auch sehr schön diese Akkorde wieder in so, ne, diese Töne nacheinander gespielt. Sehr, sehr schön. Schöne Atmosphäre. Vor allem, was ich auch wirklich nochmal loben muss, ist sehr gutes Songwriting bis jetzt. Plus, was ich halt ganz wichtig finde, dass die Parts sich nicht ziehen. Weil es gibt manche Bands, manche Songs, da hast du halt einen Part und der geht gefühlt 5 Minuten lang und du denkst dir so, okay, jetzt langsam wird es langweilig, mach doch mal was Neues. Und ich finde, hier ist es halt wirklich sehr gesund, sehr gut gewürzt, so von wegen, okay, der Part geht jetzt 30 Sekunden, dann brauchen wir nochmal irgendwie so einen kleinen Cooldown von 10 Sekunden und danach kommen wieder Blastbeats für 1 Minute und dann kommt das nochmal und das finde ich halt gut. Das ist sehr, sehr gutes Songwriting. So gut. Oh, der Part gefällt mir sehr gut. Schon wieder diese Anfangsmelodie. Oh, und dann mit Blastbeats. Let's go. Vor allem noch ganz kurz zu diesem Part, wo ich meinte, so der gefällt mir am meisten. Da fand ich es halt einfach so schön, dass es sehr, sehr schön atmosphärisch war und sehr stark dann an DSBM, also Depressive Suicide Silence,
Suicide Science, oh Gott, wo bin ich denn jetzt gelandet? Depressive Suicidal Black Metal, dass das wirklich so einen Fokus darauf gelegt hat. Und das finde ich halt schön. Und das finde ich halt auch ganz stark bei diesem Song, weil du hast auf der einen Seite halt wirklich diese düstere Atmosphäre mit diesem, ne, Depressive Suicidal Black Metal. Und auf der anderen Seite hast du trotzdem so sehr viele Elemente aus diesem traditionellen Black Metal, ne? Also mit diesen Blastbeats und, ne, also sehr viel, was halt wirklich so traditionell ist. Aber zum Glück halt nicht durchgehend nur dieses Geballer. So, ne, klar, ist auch geil. So, keine Frage. Aber ich finde, hier ist es halt ganz gut, weil du hast auf der einen Seite halt wirklich so dieses Knüppel und auf der anderen Seite hast du wirklich diese düstere Atmosphäre, wo du einfach so denkst, so, boah, okay, jetzt gerade ist halt alles wirklich krass, was hier abgeht. Mir ist jetzt nach 8 Minuten 30 erst aufgefallen, dass kein Drummer im Video ist. Ja, gut. Wollte ich nur kurz mal angemerkt haben. Schöne Melodie. Ah, ist schön so ein Outro, wo es langsamer wird. Geiles Teil. Wirklich sehr, sehr geiles Teil, muss ich sagen. Muss ich mir mehr anhören, die Band tatsächlich. Weil, wie gesagt, die Defcate. Defcate, genau. Die Defcate, ne, hab ich mir schon mal ein paar Mal angehört, ne? Auch wirklich ein sehr, sehr starkes Album. Aber die haben ja viel, viel mehr veröffentlicht, ne? Plus jetzt, ne, diesen Song ich habe ja gar nicht mitbekommen, dass er rauskam. Der wurde mir jetzt gerade so hier auf meine Startseite auf YouTube rangespült. Ich dachte mir so, danke, YouTube-Algorithmus, dass du weißt, was ich gerne hören möchte. Aber schön, schöner Song. Sehr nice, also, ne, wie ich gesagt habe am Anfang, so sehr überraschend, dass es halt erstmal direkt so, ne, reinknallt mit Blastbeats und so weiter, ne, weil, ne, ich habe die ja mehr in Erinnerung, so wirklich so dieser langsame, ruhige DSBM, ne, aber fand ich auch wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr stark. Generell habe ich einfach diesen Mix aus diesem traditionellen Black Metal und diesem Depressive Suicidal Black Metal einfach sehr gefeiert, so finde ich sehr, sehr cool. Weil dann hat man einfach so mehr Elemente aus den, ne, aus den Subgenre, wo man halt sich, sag ich mal, ein bisschen was rauspicken kann. Ne? Dann hast du halt hier, ne, diesen Blastbeat-Part, dann hast du nochmal so einen Cooldown, wo es halt wirklich so sehr ruhig ist, die Atmosphäre sehr schön düster. Und das finde ich halt einfach super. Weil dann, ne, dann hast du halt die ganze Zeit einen lebendigen, dynamischen Song, wo die ganze Zeit was Neues passiert. Und das ist für mich halt auch so eine Kunst, weil ich meine, guck mal, der Song war jetzt 9 Minuten 10 und ich sitze hier und ich habe gar nicht dieses Gefühl, dass dieser Song so lang war. So, ich habe dieses Gefühl, so, okay, wir haben jetzt 5 Minuten den Song gehört und fertig, ne? Und das ist für mich halt auch diese Kunst, so, du schreibst lange Songs, die dich nicht irgendwie langweilen oder dir das Bedürfnis geben, diesen Song auszuschalten. Ne? Ist ja auch beispielsweise bei Halloween mit Keep of the Seven Keys mit 13, 14 Minuten oder Iron Maiden mit Rime of the Ancient Mariner oder Empire of the Clouds, ne, dass der auch, glaube ich, 18 Minuten geht oder so. Das ist für mich eine Kunst. Das ist für mich eine Kunst, solche Songs zu schreiben. Und die haben das halt auch wirklich geschafft. So, sehr, sehr schöner Song. Kann man sich sehr gut anhören. Schöne Vocals, ne? Schöne Black Metal. Also so richtig diese traditionellen Black Metal Vocals. Weil es gibt ja manche, die sind ja teilweise so ein bisschen,
Ja, so, die haben so ein bisschen so diesen Vibe irgendwie aus dem Deathcore oder weiß nicht, oder mehr irgendwie so Death Metal Vocals. Ne, oder beispielsweise zum Beispiel Behemoth, ne, so die neuen Sachen, es ist ja eher so diese Midrange. Und, ne, Lord Suizid, glaube ich, heißt der Sänger, hat sehr, sehr schön diese high screeching Screams, ne, wie zum Beispiel auch bei Gorgoroth, finde ich das halt sehr, sehr geil, ne. Und das finde ich halt einfach schön. So sehr, sehr schöne Vocals, ne, instrumental auch sehr, sehr geil, schöner Klang, ne, schön. Ja, nicht nichts überproduziertes, aber auch nicht so diese Kartoffelaufnahmen, wie man immer so schön sagt, ne? So, weil ich persönlich, ne, klar, auch so Kartoffelaufnahmen können geil sein, ne? Death Crush von Mayhem beispielsweise. Aber ich bin halt schon eher der Fan, so ein bisschen, wenn es ja ein bisschen besser produziert ist. Aber ja, ne? Gibt ja so und so geile Musik, ne? Aber wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr schöner Mix. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ein sehr, sehr starker Song. Ich bin jetzt gespannt auf das Album. Das soll ja dieses Jahr noch kommen. Ja, ich würde sagen, let's go. Ich bin sehr gespannt, was ihr von der Band haltet.